So, hallo Leutchen. Wir haben von der Colin McRae Rallye, die aus drei Rallyes besteht, mit den klassischen X-Core. Ich habe mich auch für sein Design entschieden. Rot-schwarze Mischung. Hier sind wir gerade in den S-Kurven. Boah, du kannst eigentlich ohne Handbremse durchfahren. Ich finde, das ist so schneller. Und der Übergang auf das Asphaltstrecken. Hier eine interessante Kurve. Die fahren wir voll. In der fünften. Eine ganz voll. Da haben wir doch verhältnismäßig schnell auf der Brücke. Und ein bisschen bremsen. Man muss da wirklich sehr einschneiden bei diesem Turm, auf dem man allerdings auch sehr leicht draufpickt. Das sind jetzt andauernde Links-Rechts-Kombinationen, die man ein bisschen abkürzen kann. Am besten in der vierten. Und der Eingang ins Dorf, voll, fünfter Gang. Und hier ein bisschen dritter Gang runter. Ist nicht allzu arg hier. Aber es kommt gleich wieder dann noch eine Linkskurve. Da muss man aufpassen, dass man die nicht verschlauft. Diese China-Rallye. Landschaftlich eigentlich auch ganz interessant. Kommt jetzt hier wieder in diese Felsenstellen hinein. Gibt es einige Kurven, die man nicht, zum Beispiel die nicht zu schnell anfahren sollte, wenn man nicht gerade eine Felsen picken will. Und die noch viel mehr. Das ist wahrscheinlich die, was die meisten raus hat in die Felsen. Bei Passagen kann man wieder mehr pressen. Hat sogar die AI rausgehauen. Die habe ich auch versucht, in der fünften verhältnismäßig schnell zu schlittern. Das geht eigentlich nicht so schlecht. Und jetzt geht es, glaube ich, schon Richtung Ziel. That's it. Toni Schleidersitz. Danke fürs Zuschauen.